Tschüss, Stampel. Hast du gut gefrühstückt, hä? Hä? Hast du gut gefrühstückt? Ja. Oh. Ich mach die Tür auf. Oh, schnell, die Tür ist schwer. Geblendet. Oh, sie ist schwer. Oh. Ui. Hallo aus dem Burgenlandkreis. Der Burgenlandkreis, der liegt im Süden von Sachsen-Anhalt und hat die größte Burgendichte Deutschlands. Wir wollten mal ein paar Tage wegfahren und haben mal spontan das Auto vollgeladen, haben sogar die Fahrräder mit in den Kombi gepackt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja, denn hier ist der Saale-Radweg, da kann man ganz toll Rad fahren. Und wir haben uns gedacht, dass wir in Corona-Zeiten die deutschen Hotspots wie Nordsee, Ostsee, Inseln und die Alpen ausklammern, dass da also voll sein wird, und sind hier in den Osten gefahren. Und was gibt es hier noch zu sehen? Ja, die Burg Schönburg, wenn wir da drauf sind, ist wunderschön. Dann haben wir ein Gradierwerk in Bad Dürrem. Berg. Dann haben wir ein Sonnenobservatorium in Gosseck und das Gossecker Schloss. Dann haben wir Weinberge hier, wir können Kanu fahren, also es gibt hier sehr viel zu sehen. Ja, eine Menge Sehenswürdigkeiten auf dichten Haufen, würde ich sagen. Wir haben eine schöne Unterkunft gefunden in Naumburg an der Saale und mit Naumburg fangen wir einfach mal an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Los geht's! Fünfte
Baum steht. Das ist ganz schön alt. Heißt das wirklich zu den zwei Schwanen? Das ist nochmal jetzt ein Dummfall, sondern ich kenne so lange. Machen wir. Schon hier, ja. Du hast ein bisschen Regen und heute haben wir Urlaub. Mal für den Regen unterstellen, da haben wir gestanden. Ja, cool. Da seid ihr ja wieder. Ja, Naumburg an der Saale, wirklich ein interessantes Städtchen. Und die Schönburg hier ist auch absolut sehenswert. 5 Kilometer von Naumburg übrigens entfernt, beim Radweg. 4,9 steht auf dem Schild. Und jetzt werden wir uns wieder aufs Rad schwingen und noch eine Ecke weiterfahren, so Richtung Weißenfels. So ein kleines Bötchen, so ein Theater. Ich habe gedacht, da fährt ein riesen Kahn raus, ey. So ein kleines Ding. Hast du das gesagt? Der hat uns doch da an der Seite überholt. Ja. Bisschen enttäuscht. Ah, wieder oder lang? Ja, so ungefähr. Wie mehr Regen. Also, gut, dann fahren wir mal weiter mit dem Fahrrad. Super, wofür macht man das eigentlich ganz genau? Was? Ja, so ein Gradierwerk, wofür? Für die Luft, für die Atemluft ist das gut. Einzig ist nur für die Luft. Ich meine, schön salzig, sauerstoffhaltig, keine Frage, aber das ist der einzige Grund. Ja. Ich dachte, macht man was damit? Nö, für die Luft, für die Lunge, für die Bronchien. Aha. Das ist ein Kurort, ne? Äste? Ja. Weidenäste. Ja. Und die werden nur mit Salzwasser bestreut? Ja, bestreut, geträufelt. Geträufelt, dauerhaft. Ja. Ist auch eine Arbeit, ne? Pflegeintensiv, oder? Ja, deswegen müssen wir das hier renovieren. Deswegen renovieren Sie es. Hier ist die Äste. Ja, tatsächlich. Hallo, guten Morgen. Unsere Radtour gestern von Naumburg über Weißenfels nach Bad Dürrenberg ist doch nicht ganz spurlos an uns vorübergegangen. War doch ein bisschen länger, sind wir nicht gewohnt, sowas. War zwar schön, aber hat ein Stück gedauert. Haben uns auch viel angeguckt, muss man dazu sagen. Heute wollen wir die Radtour etwas kürzer gestalten. Und bevor es losgeht, schauen wir uns doch erstmal hier unsere schöne Unterkunft an. Kommt mal mit.
Ja, das sah auch ganz hübsch aus, oder? Und schaut doch mal hinter mir. Toller Blick auf das Saaletal. Jo, und heute wollen wir eine etwas kürzere Radtour machen, und zwar nach Bad Kössen und Saaleck. Dort wollen wir die Rudelsburg anschauen und vielleicht Burg Saaleck. Auf der Rudelsburg wurde das berühmte Saalelied geschrieben. Da wollen wir noch mal gucken, wie es dort aussieht. Fahrräder sind schon vorbereitet. Gleich geht's auch los. Ein neuer schöner Tag, haben wir gestartet mit einem leckeren Frühstück, und heute werden wir ein bisschen mit dem Auto rumfahren, weil es ein bisschen bedeckt ist heute. Rad gefahren sind wir in den letzten zwei Tagen ja auch genug. Was gucken wir uns heute an? Gossek, wir wollen heute nach Gossek zum Sonnenobservatorium und nach Merseburg. Genau, Sachen sind gepackt, los geht's. Thank you.
cool. Jo, wir sind aus Merseburg wieder zurückgekehrt. Der Dom mit seinen 7 Türmen war mega beeindruckend. Wir sind etwas früher heimgefahren, weil es mega heiß war. Schweineheiß, der Planet hat heute gebrannt und unsere Zeit im Burgenlandkreis geht leider zu Ende. Morgen müssen wir wieder fahren. Was hat dich am meisten beeindruckt? Ja, die Burg Schönburg, die Burg Rudelsburg und Schloss Saaleck fand ich sehr, sehr schön, weil sie so, super schön in der Saale liegen. Man sieht sie von unten, imposant, toll gebaut, wunderschön. Ja, Postkartenmotive würde ich sagen. Ja, genau. Was bei mir hängen geblieben ist ganz stark, war in Weißenfels das Schloss Augustusburg, schönes Barockschloss, oben gelegen über der Stadt. Eine Seite war renoviert, eine war nicht renoviert. Das fand ich mega interessant, weil es die alte Seite noch dargestellt hat. Ähnliches haben wir gesehen auf Rügen, Prora, da war das ähnlich. Das ist bei mir so hängen geblieben. Jo, wir haben uns die meiste Zeit bewegt entlang der Saale natürlich, in Richtung Norden oder Süden. Am ersten Tag, da sind wir aber nach Zeitz gefahren. Da ist die Moritzburg. Die Moritzburg, die war mega interessant, schöner als gedacht eigentlich. Genau, ja. Und die hat einen sehr, sehr schönen Garten, toll angelegt, auch sehr viel zu sehen für die Kinder. Innen drin war eine Ausstellung, aber rundherum viel zu sehen. Und morgen, wenn wir fahren müssen auf dem Heimweg, da werden wir nach Querfurt fahren. Das ist eine tolle Burganlage, auf der sogar Kinofilme gedreht worden sind. Mhm. Die Päpstin und der Medikus wurden Teile davon gedreht. Das ist jetzt bekannt als Filmburg. Aber es gibt noch viele andere Burgen, die man hier sich anschauen kann. Das, was ihr hier oben seht, das ist übrigens die Aussicht, die wir hier sehen von unserer Terrasse auf das Saaletal. Jo, mit den Bildern von Querfurt und Zeitz würden wir uns gerne verabschieden. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Süße Sachen. Na, wo geht's jetzt hin? Schloss Dreusig mit Schlosskirche und Bärengehege. Die Höhenburg wurde Anfang des 13. Jahrhunderts zur Sicherung einer Kreuzung wichtiger Handelsstraßen erbaut und im 17. Jahrhundert zum Schloss umgebaut. Na, dann mal los. Schon cool, oder? We'll be right back.
egal wo wir hinkommen, bei uns ist immer irgendwie Baustelle. Das Schloss Neuschwanstein ist oder sonst wo. Geht euch das genauso oder haben wir wieder so ein Pech? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Aber Simone lässt sich nicht auffallen, sehe ich gerade. Was hast du denn gefunden?